Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will jetzt zunächst erst einmal zum eigentlichen Thema unseres Antrags reden. Sie haben ja alle viel gesprochen. Mit dem Thema hat es nur bedingt was zu tun gehabt. Wir sind, der Bildungsminister hat ja bereits angedeutet, dass sich der Landtag erst in der letzten Legislatur für die Schulwahlfreiheit ausgesprochen hat. Und dafür hat er ja auch gute Gründe, genauso wie die Eltern und die Schülerinnen und Schüler, die sich eben für eine andere als die örtlich zuständige Schule entscheiden. Die Gründe habe ich genannt. Das kann manchmal sein, dass Kinder gemobbt werden in ihrer Schule, dass sie dort nicht klarkommen, dass es bessere Konzepte gibt, eine andere pädagogische Ausrichtung, wie beispielsweise die naturwissenschaftliche. Dass es darum geht, auch eine Schule in freier Trägerschaft mit einem anderen Konzept zu besuchen oder manchmal ganz simpel auch einfach nur die Schule, die tatsächlich am nächsten gelegen ist und nicht die Schule, die einem von Planern am Reißtisch zugewiesen wird. Wir sind mit unserer Forderung relativ bescheiden, denn es geht nicht anders, als der Bildungsminister hier versucht hat, uns unterzuschieben, eben nicht darum, dass der komplette Schulweg zu einer anderen als der örtlich nicht zuständigen Schule übernommen wird, sondern lediglich in der Höhe, wie er ohnehin anfallen würde, besuchten die Schülerinnen und Schüler eben die ihnen zugewiesene Schule. Das heißt, für jedes Kind, das die Schulwahlfreiheit in Anspruch nimmt, spart das Land auf Kosten der Kinder und der Eltern die finanziellen Mittel für den Schulweg. Und das Land sollte dieses Geld, weil es ja alle Kinder betrifft und es theoretisch ja zutreffen oder eintreffen könnte, dass alle Kinder die örtlich zuständige Schule besuchen, wäre das Land in der Pflicht, für alle diese Kinder auch die Kosten tatsächlich zu übernehmen. Deshalb haben wir im Doppelhaushalt auch genau so einen ähnlichen Antrag auch schon einmal eingebracht, einen Änderungsantrag mit dem entsprechenden Gegenfinanzierungsvorschlag. Also jetzt erzählen Sie uns hier und vor allem auch den Zuschauern nichts vom Pferd und unserer mangelnden Gegenfinanzierung. Und wenn der Bildungsminister sich heute hier zum wiederholten Male hinstellt und sagt, naja, dass wir das mit der Schülerbeförderung trotz der verfassungsrechtlich attestierten Ungleichheit immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben in dieser Legislatur, dann bin doch gar nicht ich schuld, sondern dann sind das die Kommunen Rostock und Schwerin. Dann muss ich sagen, es ist nicht die Schuld der Kommunen oder es ist nicht die Aufgabe der Kommunen, hier für ein verfassungsrechtliches für ein Schulgesetz zu sorgen, das mit der Verfassung übereinstimmt, sondern es ist die Aufgabe des Bildungsministers, hier dafür zu sorgen, dass die Gesetze auch mit der Verfassung im Einklang stehen. Und Herr Butzki, wenn Sie sagen, es sei organisatorisch so schwierig zu machen, dass tatsächlich die Kinder die Schulwegkosten bezahlt bekommen, anteilig, wie sie zur örtlich zuständigen Schule anfallen, so kann ich sagen, bis zum Jahr 2010 hatten wir genauso eine Regelung. Und erst mit einer Gesetzesänderung im Jahr 2010 wurde den Kindern, die freie Schulwahl in Anspruch nahmen, eben genau diese Kosten übergeholfen und nicht mehr übernommen. Das heißt, im Jahr 2010 gab es eine Schlechterstellung der Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen. Und es war 20 Jahre lang organisatorisch machbar. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, das geht gar nicht zu organisieren. Ich finde ja schön, Herr Butzki, dass Sie unseren Antrag endlich mal als Anlass genommen haben, mit den Menschen, die in Ihrem Landkreis dafür verantwortlich sind und auch mit den Schulen, das Thema Schülerbeförderung überhaupt erstmal auf die Tagesordnung zu nehmen, nachdem Sie hier 4,5 Jahre lang im Landtag gesessen haben. Entschuldigung, Frau Berger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie alle bitten, dass Sie sich in Ihren Zurufen kurz halten, weil wir möchten die Rednerin hier vorne noch verstehen. Also bitte halten Sie sich etwas zurück. Bitte, Frau Berger, Sie haben das Wort. Und Frau Oldenburg, Sie haben ja heute eine wohlfeile Rede gehalten, eine Rede mit wohlfeilen Positionen, die Sie vorgeben zu vertreten. Tatsächlich haben Sie bisher... Ich habe ja bereits gesagt, wir haben einen entsprechenden Antrag bereits im Jahr 2013 eingebracht. Wir haben in der Haushaltsdiskussion Änderungsanträge zur Schülerbeförderung eingebracht und wir diskutieren das Thema hier heute auch wieder. Ich frage mich, wo ist Ihre Initiative im Parlament? Wo ist Ihre außerparlamentarische Initiative zur Schülerbeförderung? Auf diesen Antrag warten wir seit 4,5 Jahren vergebens. Und wenn Sie sagen, dass es so eine völlig abwegige Idee ist,
Statt erhöht der Schulwegkosten beispielsweise auch das Schulgeld für eine Schule in freier Trägerschaft teilweise oder in Gänze zu übernehmen, einfach weil das Land deutlich höhere Kosten hat, wenn es einen viel weiteren Schulweg zahlt, muss ich sagen, dass es eine sehr schöne Idee ist, mit der wir tatsächlich sympathisieren. Alleine sie kommt nicht von uns, sondern sie wurde geboren in Brandenburg unter einer rot-roten Regierung. Also wundert mich doch hier auch sehr Ihre Aufregung. Das möchte ich natürlich gerne, weil es ja Hauptbestandteil Ihrer Reden war, auch noch mal etwas zu unseren Gutachten sagen. Oder nicht zu unseren Gutachten, sondern zu den Gutachten, die wir in Auftrag gegeben haben, die aber auch vorher bereits das Interesse der Hochschule von sich aus erregten. Ich finde es ja gut, dass diese Studien endlich dazu geführt haben, dass sich der Bildungsminister mal mit den Schulweglängen auseinandersetzt. Denn tatsächlich ist es so, dass seit dem Jahr 1991 fast jede zweite Schule geschlossen wurde und die Landesregierung aber noch nicht mal auf die Idee gekommen ist, auch nur zu gucken, welche Auswirkungen haben die Entscheidungen, die hier in Schwerin getroffen werden. Wir haben, oder die Universität Greifswald hat also nun zum ersten Mal Studien vorgelegt, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich finde es bemerkenswert, wie Sie hier alle, Herr Butzki, Herr Reinhardt, Frau Oldenburg, Herr Brotkorb, wie Sie hier alle diese Studien zerreißen können. Vielleicht ist dem Bildungsminister nicht bewusst, dass die Datengrundlage für diese Studie genau die gleiche ist, wie sie auch das Sozialministerium verwendet. Das Sozialministerium hat nämlich bei der Uni in Greifswald ebenfalls eine Studie in Auftrag gegeben, bei dem Institut für Community Medicine. Das ist der Versorgungsatlas Vorpommern. Und da geht es darum, wie lang ist der Weg von den Gemeinden hin zum nächsten Arzt mit dem ÖPNV. Und da ist die Datenbasis, die der Bildungsminister hier lang und breit zerrissen hat, genau die gleiche, mit der die Landesregierung, sprich die Sozialministerin, hier arbeitet. Diese Datenlage basiert auf vielen Hunderten von Datensätzen. Jede Gemeinde wird mit den entsprechenden Stellen verbunden. Da geht es um die Fahrpläne. Und da ist es selbstverständlich, dass hier auch im Laufe der Erarbeitung einer Studie, dass es da zu Fahrplanänderungen gekommen ist. Die Wissenschaftler haben mehr als ein Jahr an dieser Studie gearbeitet. Irgendwann muss man aber mal einen Punkt setzen und sagen, das sind jetzt die Fahrpläne, mit denen wir arbeiten wollen. Und da kann es natürlich in der Vergangenheit auch zu Fahrplanänderungen gekommen sein. Und es kann auch passieren, dass bei dem einen oder anderen Datensatz es zu Fehlern gekommen ist. Aber grundsätzlich stimmen die Aussagen, die die Wissenschaftler mit dieser Studie verbunden haben, genauso wie Ihr Versorgungsatlas Vorpommern stimmt. Und wenn Sie sich hier nur auf diesen deutlich kleineren Teil der Studie abheben, es gibt einen deutlich umfangreicheren Teil und der beruht auf Fragebögen, den Eltern, Schüler und Lehrer ausgewertet haben. Und da haben wir Rücklaufquoten von 50-70%. Jeder, der wissenschaftliche Studien gemacht hat oder der sich mit Statistik auskennt, dass solche Rücklaufquoten schon alleine sehr, sehr bedeutsam sind. Normalerweise rechnen Wissenschaftler damit Rücklaufquoten von 20%, die repräsentativ sind. Wir haben hier Rücklaufquoten von 50-70%, was schon alleine zeigt, wie wichtig das Thema den Eltern, den Schülern und auch den Lehrern ist. Und im Übrigen gab es auf die Medienberichterstattung so viele Reaktionen von Schülern und Eltern, in denen die Bürgerinnen und Bürger das Problem der langen Schulwege, die sie jeden Tag erfahren, bestätigt haben, dass das auch Minister Brotkorb nicht so einfach wegdiskutieren kann. Nur weil Sie ein Problem nicht sehen wollen, heißt es noch lange nicht, dass dieses Problem auch nicht da ist. Das ist die Legislatur, in der wir entscheiden müssen. Packen Sie die notwendigen Themen endlich an. Danke, Frau Berger. Das hat jetzt noch mal der Minister Brotkorb, bitte. Sehr geehrte Frau Berger, Sie sagten so, Entschuldigung, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Berger, Sie sagten sinngemäß, Sie seien überrascht, wie alle anderen in der Lage seien, diese Studie zu kritisieren.